Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Sims 4 The Legacy Challenge. Wir haben, ich hoffe, wir haben. Haben wir jetzt überhaupt die Staffelei gerettet? Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz so sicher. Ja, sie wurde automatisch ins Familieninventar gelegt. Das ist sehr schön. Das ist sogar sehr, sehr schön. Die Spionageabzeichen könnten wir eigentlich mal. Weil hier so hinlegen, ne? So da. Hier so beim Mülleimer. Ne? Da können wir uns dran erinnern, wie damals Ela, naja, angefangen hat, in ihrem ersten Job. Lange, lange ist's her. Würde ich sagen. Jo, können wir das denn nur auf den Boden legen oder was ist das für ein Quatsch? Wir müssen das doch irgendwo auf den Tisch legen. Ja, da kommen wir auf einen großen Esszimmertisch, da können wir es hinlegen. Dann legen wir es da auch erstmal hin. Und natürlich auch den guten alten Hocker hier, selbst geschrömmelt. Den stellen wir auch hier draußen hin. Das spielt ja alles keine Rolle. Die kleine Geige hier für die Kleine, falls sie noch ein bisschen was lernen möchte, können wir natürlich hier ins... Wir können es jetzt ja Musikzimmer nennen, denn dieser Raum hat ja bislang noch keine Bedeutung, außer einen Mülleimer zu haben. So, dazu kommt die Staffelei leicht wie der Wind. Diese federleichte Staffelei ist leicht zu tragen. An stürmischen Tagen kannst du sogar dem Wind das Tragen überlassen. Das ist super. Die stellen wir dann hier drüben mal hin. Als Ergänzung zu unserer alten Staffelei. Da können wir mal ein bisschen... Die sieht auch tatsächlich viel besser aus als das alte Ding, weil die schon so richtig schön, ja, zugemöckt ist im Prinzip. So. Den Hocker. Wer hat den denn eigentlich gemacht? Amelia Grace Winquist. Na, schau mal. Da machen wir doch mal hier noch ein Höckerchen hin. Dann haben wir erstmal alles ausgelagert. Outgesourced, wie man heutzutage so schön sagt. Problem ist, wenn wir das jetzt so angeordnet haben, wollen wir auf jeden Fall irgendwann in die erste Etage hochgehen. Da kommt dann ja auf jeden Fall das Wohnzimmer hin und alles Mögliche. Und wahrscheinlich dann aber auch die Schlafzimmer. Das heißt, wir werden das hier unten, den Kindertrakt, werden wir wohl lassen, aber das hier werden wir wohl wegnehmen. Da wird dann wohl die Küche landen. Küche und Bad beieinander ist ja eigentlich auch eine ganz schicke Sache. Ist ja schon schnieke. Und ja, ich glaube, das kann man dann so machen. Aber wir wollten ja in erster Linie auch noch mal ein bisschen umbauen, ne? Wir wollten ja hier noch ein bisschen was basteln. Diese Leerräume hier, die sind zwar ganz schön, aber die sind halt auch irgendwie sehr leer. Ich weiß halt gar nicht, was ich damit machen möchte. Und wenn wir das jetzt umbauen, dann müssen wir es natürlich direkt machen. Das heißt, wir müssten hier jetzt mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen, was wir gerade noch nicht haben. Deswegen belassen wir es erstmal dabei und gucken mal, dass ein paar Leute hier noch ein bisschen was werkeln. Bevor sie wieder zur Arbeit müssen. Wie lange musst du denn noch schlumpfen? Der muss auch relativ lange schlumpfen. Sie auch. Und sie kann tatsächlich gerade mal eben in Erwägung ziehen, ihre Zusatzhausaufgaben zu machen, denn sie möchte vielleicht doch nochmal ein Einserschüler werden, wenn es denn überhaupt möglich ist, meine Freunde. Ich weiß es ja nicht, denn ich habe den Cage immer noch nicht gelöscht. Und ich weiß auch gerade nicht, wie es geht, von daher leichter Fehler in dem Programm entdeckt. Aber nun gut. Sie macht fleißig ihre Hausaufgaben, der Rest der Sippe schläft. Ich meine, ist ja auch eine schöne Sache. Kann man mal machen. Und dann würde ich sagen... Ja, was will ich denn da sagen? Ja, wir müssen auf jeden Fall jetzt als erstes die nächste Etage in Angriff nehmen, bevor wir den Keller machen, weil... Wir müssen die Küche da hinpacken, wo das Schlafzimmer ist. Und, ja. Ach, muss in circa einer Stunde in der Schule sein. Ich hält. Das habe ich mir natürlich wieder vertan. Nee, wir müssen das Treppenhaus ja dahin kriegen und dafür muss die Küche weg. Und die Küche muss dahin, wo das Schlafzimmer ist, das Elternschlafzimmer, was ja jetzt im Prinzip nicht mehr da ist. Und, ja, das muss in die erste Etage, genau wie das Wohnzimmer. Und dann haben wir das Treppenhaus frei, dass wir es überhaupt anlegen können. Und dann können wir auch tatsächlich in den Keller runtergehen. Aber dafür muss halt das Treppenhaus erstmal stehen und alles umgeräumt werden. Und deswegen, naja, müssen wir das halt in dieser Reihenfolge machen. Ansonsten steht der ganze Mist draußen rum. Ich meine, ist ja auch schön, so eine Küche draußen. Aber ehrlich gesagt, naja, es gibt Schöneres. Und ja, deswegen ist das jetzt im Prinzip der Fahrplan jetzt erstmal für die nächste Zeit. Yay! I'm the brain! The Pinky and the Brain. The Pinky and the Brain. Unser kleiner Meister Yoda. Mit seinem Joghurt vor der Nase.
Jo, ja, was hat sie denn gesammelt? Nichts besonders Wichtiges, würde ich sagen. Ne? Hier, diese Bobletten können wir dann ja im Prinzip, die können wir ja im Wohnzimmer dann irgendwo an die Wand hängen. Ist ja eigentlich auch ganz schick. Hausaufgaben machen könnte sie eigentlich auch mal, ne? So, haben wir mal das Geerntete rausgepackt hier. Aber wir können die Urne gerade mal umstellen. Ach, jetzt ist aus der Urne auf einmal ein Grabstein geworden. So funktioniert das also. Wenn man es reinpackt, dann wird es automatisch zu einer Urne und draußen ist es halt ein Grabstein. Jetzt habe ich es doch, Freunde. So, da haben wir unser kleines Familiengrab. Ja. Was haben wir denn hier? Also hier haben wir draufstehen. Sieben Kinder, was einpackt, das klappt nur mit einem vollen Sack. Genau, das haben wir da drauf geschrieben. Was können wir denn bei Ela draufschreiben? Was können wir denn da draufschreiben? Gib ein paar Worte zur Erinnerung an Ela ein. Was fällt mir denn jetzt gerade mal so ein? Mir fällt jetzt gerade nichts ein. Eventuell kannst du mir ein paar Vorschläge machen oder einen Vorschlag machen, was wir draufschreiben können. Das übernehmen wir dann quasi in der nächsten Folge. Also nicht in der nächsten Folge, sondern halt ein paar Folgen später. Einfach in die Kommentare reinschreiben, dann packen wir das dran. Wie gesagt, ich bin gerade total kreativlos. Deswegen einfach in die Kommentare schreiben und dann kicken wir mal, dass wir das irgendwie gedeichselt kriegen. Ha? So, Hausaufgaben abschließen, denn wir wollen zur Schule gehen. Das pinnen wir mal eben fest. Ja, das heißt, dann haben wir jetzt gleich wieder die alte Situation. Die Damen sind außer Haus und der Mann ist allein zu Hause. Das könnte vielleicht daran liegen, dass ja, er halt spät arbeiten muss. Und die holde Weiblichkeit vor allen Dingen. Da Amelia Grace ziemlich gute Noten hat, wurde sie von kurzem von ein paar Mitschülern gehänselt. Soll sie sich auf intelligente Weise rächen oder sie ignorieren und hoffen, dass sie sich ein anderes Ziel suchen? Wir konfrontieren sie. Wenn Raufbolde auf gute Argumente hören würden, wären sie keine Raufbolde. Sie haben das Gefühl, beleidigt worden zu sein und das macht sie nur noch wütender. Und Ryan ist angespannt. Ist schlecht, das heißt, wir brauchen ein Bad. Ryan, nimm mal ein Bad. Ein Schaumbad. Und danach gibt's was zu essen. Hey, wie wär's denn, wenn du dir einfach mal das Essen von deiner toten Mutter reinklopst? Super Idee eigentlich, hm? So, dann haben wir geduscht und gegessen und sind nicht mehr ganz so angespannt, hoffe ich. Und dann heißt es noch ein bisschen Fernseh gucken. Das können wir im Prinzip, glaube ich, kombinieren. Was könnte ihm denn gefallen eigentlich? Wahrscheinlich Comedy-Kanal. So, also langsam aber sicher kommt unsere kleine Villa Rosa, hier kommt er ja zum Erblühen. Die Funktionalität des Hauses ist vielleicht jetzt noch nicht wirklich, naja, noch nicht wirklich gegeben. Aber das soll mich jetzt gerade nicht großartig weiter jucken. Na super, jetzt ist er verspielt. Park besuchen. Er möchte verspielt den Park besuchen. Ja, wahrscheinlich habe ich die nachher dann auf der Piratenschaukel da sitzen. Und da ist er am Rumtouren mit so einem kleinen Äffke, ne? Das könnte ich mir jetzt gerade mal gut vorstellen. Leider braucht das halt mit dem Duschen immer so ewig lange. Vor allem mit dem Schaumbad. Schaumbadinieren. Oh, und das ist so heute so gemacht. Och, ich habe mal ein bisschen rumgeschaumbadiniert. Das ist ganz normal. Das macht man heute so als gewitzter Mann von junge. Gewitzter junger Mann von nebenan.
Ach ja, wie lange ist das schon wieder her? Du hast doofe Ohren. Ach, wunderschön. Da fällt mir jetzt gerade ein, dass natürlich außer dem kleinen netten Mann von nebenan, was damals auf 1 Live lief, es gab natürlich auch noch Satan und Grillstube Saloniki. Ich glaube, ich werde dann, wenn ich mit der Session für heute durch bin, werde ich da tatsächlich mal ein paar Folgen, werde ich mir da mal geben und werde wahrscheinlich nachher einfach mal vor Lachen in der Ecke liegen. Ich habe letztens eine davon gehört, das war einfach auch schon genial, das war irgendwas zum Ostern. Und ich habe mich einfach nur weggekringelt. Also das ist einfach nur so gut gewesen damals. Da kommt ein Großteil der heutigen gar nicht mehr dran. Selbst Noob und Nerd ist natürlich ist ein Dauerbrenner. Das ist bis jetzt das erfolgreichste Radio-Comedy-Gedönse von denen. Die haben, glaube ich, mittlerweile über 500 Folgen oder sowas. Und das soll Comedy sein? Ach, Stand-up-Comedy. Ja, man sieht's. Ein ausgewähltes Programm voll intellektuellem Blödsinn. Ja, und der hat den Witz scheinbar verstanden. Die Frage ist jetzt, wenn jetzt Mitternacht wird oder Vollmond, dann spuken die dann jetzt hier um die Wette oder was? Dann, oh, warte mal, können wir die beiden Geister miteinander? Ah nee, die können wir nicht steuern. Ja, vielleicht kommen die selber mal auf die Idee. Kann ja sein. Wäre witzig. Also fände ich witzig. Ich meine, wenn sie es im Leben getan haben, warum soll sie es denn nicht auch im Tode machen? Wenn sie sich denn dann mal auf immaterieller Ebene wieder treffen als Eimer voll Plasma. Man weiß es halt nicht. Man weiß es nicht und ich glaube, ich will es auch gar nicht so genau wissen. Ich frage mich halt immer nur wieder, warum zur Hölle denke ich überhaupt darüber nach? Über so Mist. Das wahrscheinlich einfach, weil ich hier davor sitze gerade vom Rechner und ich keine ELA da habe, die ich hier gerade anmöpfen kann. Was daran liegt, dass sie halt wieder arbeiten ist. Ich habe ja Urlaub, wie der ein oder andere vielleicht weiß. Und ja. Deswegen muss ich jetzt gerade mal wieder ein bisschen alleine ran, ne? Weil die Tröte hat wieder mal keinen Bock gehabt, das nach der Arbeit zu machen. Was natürlich in gewisser Art und Weise natürlich verständlich ist. Aber irgendwo halt auch nicht. Ein verspieltes Gemälde. Lass uns ein verspieltes Gemälde malen. Hey, lass uns einen kleinen Hasen malen. Okay, das war schwul. Homosexuell meinte ich natürlich. Das ist natürlich keine abwertende. Es sollte nicht abwertend gemeint sein. So. Das sieht ja gut aus. Das sollte man vielleicht mal bei Gelegenheit vielleicht mal ein bisschen sauber machen. Und davon abgesehen sollten wir vielleicht auch mal gucken, dass wir mal langsam mit ne, hier einen Paarungspartner finden. Ja, okay, so weit lassen wir es mal nicht kommen. Was ist denn eigentlich mit der Bella Grusel? Die könnten wir doch eigentlich. Also eigentlich könnten wir das ja, ne? Würde ich doch mal so sagen. Ah, sieht gut aus, ne? Ja, doch, können wir machen. Stufe 4, das ist ja schon relativ weit eigentlich, ne? Da kann man ja schon bald ein bisschen Geld mit verdienen. Ich meine, Geld, was wir natürlich auch tatsächlich brauchen werden. Ich denke mal, wir werden ja sehr viel malen, sodass wir ungefähr auf 5.000 kommen oder so. Die Schule ist für heute aus, so gehörst du im Zweier, wenn ich da an sich. Ja. Immer noch am Trauern. Manometer, alter Peter, wo ist denn die Zoe eigentlich? Ah, da kommt sie. Die sieht man auf der Wiese halt nicht. Und dann ist auch auf jeden Fall mal Zeit fürs Bett, würde ich. Achso, das ist schon fertig. Wusste ich ja nicht, dass das schon fertig ist. Das sah so unfertig aus. Entschuldigung. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Sims 4 wieder. Bis dahin alles Gute und haltet die Ohren steif. Ciao.